Hallo Leute, ich wollte euch heute dann den nächsten Teil meines Bücherregals zeigen. Das ist jetzt das 7. Regalfach von meinem Billy-Regal und wird auch jetzt das kürzeste Video, weil ich hier einfach die wenigsten Bücher habe. Das sind hier direkt auch meine letzten beiden englischen, die haben in die oberen beiden Reihen nicht mehr reingepasst. Und zwar einmal The Book Thief von Marcus Susak und Atonement von Ian McEwan. Ich habe beide noch nicht gelesen. The Book Thief habe ich mir bei Rebuy geholt. Atonement habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Ich habe aber den Film Hab Bitte gesehen und der Film hat mir unglaublich gut gefallen. Ist aber sehr verstörend. Hat mich wirklich extrem nachdenklich zurückgelassen und ich konnte danach bestimmt irgendwie 2-3 Tage nicht auch nicht schlafen, weil der Film mich echt mitgenommen hat. Hier sind einfach 2 Boxen von Ikea, wo einfach ein bisschen Krimskrams drin ist. Hier habe ich ein bisschen so Scheren, Kleber, Bleistifte, so Schreibutensilien dabei. So, und das sind die letzten Bücher dieser Regalreihe. Die sind farblich auch alle einigermaßen passend, weil die irgendwie beige-braun sind. Bis auf das hier, das ist Beowulf. Das habe ich mir mal auf einem Bahnhof gekauft, weil mich die Geschichte einfach sehr interessiert hat. Ich habe den Film auch damals gesehen. Der ist furchtbar. Es ist eine der schlechtesten Verfilmungen oder eine der schlechtesten Filme überhaupt der letzten Jahre und absolut brutal und abartig und eklig. Kann ich nicht empfehlen. Ist wirklich ganz schlecht. Dann habe ich Die Essensvernichter, warum die Hälfte aller Lebensmittel im Müll landet und wer dafür verantwortlich ist, von Stefan Kreuzberger und Valentin Thurn. Das ist ein Buch zu dem Dokumentarfilm Taste the Waste. Ich habe das Buch auch, ich habe da auch reingelesen, einige Kapitel dazu mir angeschaut. Es ist wirklich sehr interessant und es ist schon erschreckend, was so der Mensch vor allem hier in den westlichen Ländern wegschmeißt an Essen, wenn man überlegt, dass das alles ja eigentlich noch irgendwo ganz gut wäre. Dann habe ich hier von Umberto Eco Der Name der Rose. Ich liebe den Film dazu mit Sean Connery. Es ist wirklich ein toller Film, total düster, spannend und irgendwo auch ein bisschen eklig. Das Buch wollte ich damals lesen. Ich war da, glaube ich, aber noch nicht alt genug für. Also es ist sehr anspruchsvolle Lektüre und das liest man nicht einfach mal so mit 14 Jahren so weg. Ich habe es bisher noch nicht mehr in Angriff genommen, aber das wird sich irgendwann, denke ich, mal ändern. Dann habe ich hier das Tagebuch der Anne Frank. Das gehört eigentlich meiner Schwester. Es steht aber jetzt bei mir rum. Das ist, muss ich nicht viel zu sagen, kennt, glaube ich, jeder. Ist auf jeden Fall auch immer sehr erschreckend, wenn man alles liest, was sie für Zukunftspläne hatte und die dann leider nie erfüllen konnte. Dann habe ich hier die Hüterin der Gewürze von, oh Gott, Chitra Banerjee Divakaruni. Das gehört eigentlich meiner Mutter. Sie hat es mir mal gegeben. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Ich glaube, das wurde sogar verfilmt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist, glaube ich, aber eher nicht sowas für mich. Dann habe ich von Anna Gavalda Zusammen ist man weniger allein. Da habe ich auch den Film dazu. Ich habe das Buch aber vorher gelesen. Ist auch ein schönes Buch, wirklich eine tolle Geschichte. Für zwischendurch lässt sich leicht runterlesen. Hat mir wirklich gut gefallen. Dann habe ich von Kate Morton Der verborgene Garten. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Ich finde es wunderschön. Es ist traurig, es ist spannend. Es hat eine erschütternde Familiengeschichte inne. Und die ersten 50 bis 100 Seiten sind, glaube ich, ein bisschen schleppend. Aber wenn man die dann einmal überwunden hat, dann hat man diesen 750 Seiten Schinken wirklich. Also ich hatte ihn dann in einer Nacht durch, weil ich es nicht mehr zur Seite legen konnte. Ich habe wirklich am Ende echt geheult, weil das so mich so bewegt hat, dieses Buch. Und als letztes habe ich hier stehen, habe ich mir auch erst letztes Jahr gekauft, obwohl ich es schon vor Jahren mal gelesen habe, Der Medikus von Noah Gordon. Ich habe das Buch wirklich gelesen, da war ich 15. Das war so eigentlich das erste richtig dicke Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe. Und eigentlich das erste richtige Buch für Erwachsene. Also es ist auf jeden Fall nicht ohne, es passieren da allerhand ekelhafte Sachen. Aber es hat mich total gefesselt, es war richtig spannend. Und das war eine alte Ausgabe, die, glaube ich, meine Schwester oder meine Mutter gehörte oder irgendwie meiner Oma, ich weiß es nicht genau. Ich habe mir eine eigene geholt, ich finde die hier auch wirklich sehr schön. Ob ich den Film gucken werde, der jetzt dieses Jahr ins Kino kommt, kann ich noch nicht sagen.
weil das Buch stellenweise wirklich eklig ist. Und beim Lesen habe ich da nicht so ein Problem mit, aber wenn ich sehen muss in einem Film, ist das schon wieder ein bisschen schwieriger. So, das war dann die Buchreihe und dann geht's jetzt auch weiter mit der nächsten. Bis dann, ciao!